Ja, typisch undeutsch. Ja, und die alle haben auch, die dänischen Schauspieler, die haben auch auf dem Set, alle haben Dänisch unterhalten. Ja. Und wie kamst du klar mit dem ganzen Dänen? Gut, ich habe seitdem eine Tochter, deren Papa Däne ist. Eine ganz andere Frage. Ich würde gerne von Gerhard Schröders Familie ganz kurz auf deine zu sprechen kommen, ja, damit wir eine Pause vom Quiz haben. Du hast ja zwei Kinder, wissen ja wir jetzt, ne? Deine kleine Tochter ist 5 Monate, die ist auch bei uns heute Abend, richtig? Ist die da? Ich hoffe, die ist bei meiner Tante. Gut. Beruf und Kind, Familie, das ist ja die ewige Diskussion. Du kriegst es offensichtlich sehr gut hin. Wie denn? Wie macht man es denn? Ach Gott, bei meinem Sohn war ich 22. Und da muss ich sagen, war meine Familie sehr da. Auch für mich, da haben wir eigentlich erstmal viel Zeit zusammen verbracht. Also mein Vater, meine Geschwister. Und da muss ich sagen, ich finde einfach Kinder gehören dazu. Also ich finde diese Frage alleine, wie kriegt man es zusammen, das gehört alles zusammen. Die Kinder gehören zum Leben und man selber und der Beruf und die Lust auf Beruf. Ich finde, das ist alles eins. Und dann geht es auch, wenn man lange drüber nachdenkt, wann, wer, gegen wen, wo, warum, wie, dann glaube ich, dann bleibt man komplett auf der Strecke. Weil ich glaube, das ist einfach eine Sache, die in einem wohnt. Und ich finde, mit Kindern ist es so, ich liebe meinen Sohn, der ist 15 und das ist ein Traum mit ihm. Und jetzt kam diese Kleine noch wie durch ein Wunder an. Und auch mit ihr ist es so, also sie ist, ich habe eine wunderbare